Wann muss man sowas wahrscheinlich auch über sich ergehen lassen. Nachdem ich Rentner bin, darf ich mich auch hinsetzen zum Reden. Seit 2 Tagen bin ich Rentner. Meine Lieben, ich bin irrsinnig glücklich, vor meinen gesunden Patienten sitzen zu dürfen. Ich sehe keinen, der noch irgendwelche Beschwerden hat. Was? Ja, Wunder gibt es ja nicht, das wissen Sie ja. Und mein 1000. Vortrag, ich habe ihn lange hinausgezögert, weil ich immer an meine Nachbarin dachte, wie sie 100 wurde. Wir hatten sehr viel Kummer und sehr viel Krisen überwunden. Und dann war sie 100 und war natürlich Ministerpräsident da und alles, was Rang und Namen hat. Und 6 Monate später hatte sie so eine leichte Bronchitis, die ab ihren 100-Jährigen schon unangenehm sein kann. Und ich habe sie natürlich wieder besucht, im Haus daneben, kein Problem. Und dann sagte sie, nein Doktor, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, wissen Sie, älter als 100 ist unanständig. Und ich habe mir dann gedacht, ja, 100-Jähriger ist stur, muss man langsam sein, habe die Pfarrschwester hingeschickt. Es war nichts zu machen. Die Frau wollte sterben, sie wollte aufhören und sie war aber glücklich und ganz zufrieden. Und dies vor Augen hatte ich eigentlich schon die ganzen Jahre und habe mir gesagt, wenn man also so viel macht in eine Richtung, dann muss man entweder psychisch krank sein oder abnorm sein oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall sollte man eigentlich, wenn eine runde Zahl ist, aufhören. Und ich habe die runde Zahl dann immer länger hinausgeschoben. Früher hatte ich ja bis zu 95 Vorträge im Jahr gehalten. Und dann wurden es immer weniger, ich wurde dann immer kränker. Und ich rechne schon seit 3,5 Jahren immer, wann ist der 1000. Heute ist er. Ich habe meine Tätigkeit begonnen in der Praxis einer Kinderärztin. Das war meine Mutter. Ich bin immer mit Säuglingen aufgewachsen. Säuglinge waren eigentlich immer so, ja, der zentrale Punkt unserer Familie. Meine Mutter redete immer davon, Tag und Nacht, nach dem Halbschlaf, immer nur von ihren Säuglingen und Kleinkindern, älteren Kindern. Und wie ich fertig war mit dem Medizinstudium, machte ich natürlich Vertretungen in Kinderarztpraxen, ohne irgendwelche Kenntnisse. Aber jung ist man ja auch sehr von sich eingenommen. Und die Kinder waren eigentlich immer für mich das Beispiel dafür, wie Leben aussehen sollte. Und der wichtigste Spruch, den meine Mutter in ihrer Ausbildung lernte, von Professor Pfaundler, das war also wirklich noch einer der alten Kinderärzte, war der, ein gesundes Kind ist froh. Ich habe dann mal so ein Bildband gehabt, das Gesicht des kranken Kindes. Und ich war damals, ich weiß nicht wie alt, 10, 12, so um den Dreh. Und habe mir sehr viele Bilder eingeprägt, wie sieht ein psychisch krankes Kind aus, wie sieht ein Kind mit Diphtherie, mit Keuchhusten, mit Masern aus. Und der Blick in das Gesicht des Kranken war mir eigentlich damals was sehr Eindrucksvolles. Und das hat mich die ganze Tätigkeit über nicht mehr verlassen. Also der Blick in das Gesicht meiner mir gegenüber sitzenden Patienten, meiner kranken Patienten, war eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, wobei ich auch sehr viel gelernt habe, auch gelernt habe, wie man diesen Blick, den oft traurigen Blick, verändern kann. Und wie man sich freuen kann, wenn ein ehemals kranker Patient wieder gesund ist. Und das ist eigentlich das Schönste gewesen meiner ganzen Tätigkeit über. Ich habe mir immer eingeprägt, wie jemand das erste Mal chronisch krank zu mir kam und wie er dann nach 3 Monaten, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, oder nach 10 Jahren aussah. Und wenn ich heute in ihre Gesichter blicke,
Sicher sitzen manche, die unzufrieden sind, weil sie vielleicht zu wenig Rente kriegen oder weil noch das Babychen da ist oder dieses oder jenes. Wer ist denn heute zufrieden? Muss man ja mal ganz ehrlich sein. Aber wenn ich so in alle ihre Gesichter blicke, muss ich sagen, die sehen gesund aus wieder. Und die sehen fröhlich aus. Und die hätten eigentlich die Chance, wieder ein schönes Leben vor sich zu haben. Ich weiß aber bei vielen, vielen, die hier sitzen, wie sie waren, wie sie zu mir kamen, verbittert, verzweifelt. Oder auch, was auch sehr häufig der Fall war, mit an irgendwelchen Kleinigkeiten leidend und meinend, das sei die Ursache. Und im weiteren Verlauf kam man dann eben drauf, dass eigentlich was ganz anderes eine Rolle spielt. Ja, das waren die Vorträge. Synchron zu den Vorträgen hatte ich ja bemerkt, in der ersten Klinik hatte mich mein Chefarzt beauftragt, der sagte, ich habe gehört, Sie führen da zu Hause so ganz intim eine Liste, wie man Gifte behandelt. Da habe ich gesagt, ja, ich setze das immer zusammen, weil wenn ein Notfall ist, möchte ich immer gleich sofort wissen, was Sache ist. Und das Nachschlagen in den Büchern, da steht oft so viel Unsinn drin. Und dann hat er mich beauftragt, ein Expertenteam zusammenzustellen, das solche Tabellen erstellen soll. Ich habe es dann sehr lange versucht. Ich habe sämtliche Toxikologen der Welt angeschrieben, sie möchten da mithelfen und habe von jedem die illustreste negative Antwort bekommen. Und dann so nach 2 Jahren hat mich der Chefarzt mit dieser Sache beauftragt, ich soll jetzt das endlich selber machen, wenn die anderen das nicht schaffen. Und das war eigentlich der Ursprung meiner schriftstellerischen Tätigkeit, denn dann hat es plötzlich passiert, dann musste das binnen 3 Monate alles fix und fertig sein. Und es war fertig. Und dieses Buch, heißt heute noch Der kleine Daunderer, war dann das Taschenbuch der akuten Vergiftungen, das jeder Arzt in Deutschland hatte. Viele Arzneimittelfirmen haben es verschenkt. Und das auch die größte Umsatzauflage binnen kürzester Zeit hat. Es war also binnen kurzem über 100.000 Exemplare. Es gab nur ein Buch, das noch so ähnlichen Erfolg hatte. Professor Kaiser in Augsburg hat über Cortison was geschrieben. Und dieses Buch war so ein Renner, dass dann viele andere Verlage auch wollten, dass ich Ähnliches mache. Ich habe dann auch manches gemacht. Es kam natürlich nicht ans erste Rahmen, Springer Verlag. Und dann kam ich mit einem Chemiker zusammen, Dr. Roth in Karlsruhe. Und mit diesem Mann schrieb ich eigentlich das Werk, das keiner von Ihnen kennt. Das aber das Wichtigste in all meiner Werke ist. Das ist die Giftliste. Die besitzt jeder Chemiebetrieb in Europa pflichtgemäß. Und in diesem Buch steht zu jeder Chemikalie, die heute bekannt ist, und das sind sehr viele, wir haben es nicht gezählt, wir haben es zwar auf CD-ROM, zu jeder Chemikalie, oft sind es Namen, die 30 und mehr Buchstaben umfassen, mit 5 oder 6 Bindestrichen. Ich möchte Ihnen da gar nichts vorlesen. Und zu all diesen Giften hatte ich erarbeitet, wie diese Chemikalie bei Menschen wirkt, akut und chronisch. Das sind Dinge, die weiß heute auch noch keiner. Keiner kann das nachvollziehen, was es für eine Arbeit war, all diese Substanzen einzugliedern. Und das ist eigentlich mein Name letztendlich für die nächsten Jahrhunderte, das festzuschreiben, wie eine völlig unbekannte Chemikalie auf den menschlichen Organismus wirkt. Und da habe ich sehr viele Spezialkenntnisse. Dass natürlich dann andere Sachen hinzukamen, wie über die Müllverbrennung oder bis hin zum Amalgam, naja, das fällt eigentlich mehr oder minder als Abfall bei all dieser Tätigkeit ab. Ach, heute, ehe ich jetzt zu Ihnen fuhr, kam der Eilbote vom Verlag und brachte mir eiligst die Korrektur, die ich natürlich eigentlich heute Abend hätte abliefern sollen, für die 31. Ergänzungslieferung des Umweltgiftebuches und für die 121. Ergänzungslieferung der klinischen Toxikologie. Ich habe jetzt über 100 Bücher fertig.